geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere hier in F1 22. Wir sind heute beim 6. Rennen der ersten Saison, und zwar in Barcelona beim Großen Preis von Spanien. Auf einer von einigen Strecken dieses Jahr, die ja eine kleine Veränderung durchlebt haben. Die Haarnadelkurve fährt sich dort jetzt total anders. Wie ich finde, ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie das bezüglich des Racings sein wird. Das wird vermutlich nicht gerade leichter, aber der Flow der Strecke hat sich dadurch auf jeden Fall verbessert. Und ich freue mich schon sehr, hier gleich erstmals ein Karriererennen auf diesem Layout zu bestreiten. Eine wichtige Sache, die wir nicht vergessen müssen, ist das hier. Unser Getriebe hat mittlerweile 84% Abnutzung, und somit müssen wir uns auf jeden Fall ein neues einbauen vor diesem Rennwochenende, um da nicht irgendwelche Probleme zu bekommen. Auch die MGOH ist nicht mehr so toll. Ich denke, da greifen wir auch mal auf die zweite zurück. Der Rest geht allerdings noch klar. Wir haben mittlerweile auch genug Geld angespart, um mal wieder eine Einrichtung upgraden zu können. Das muss halt allerdings gut überlegt sein, weil wir nicht so oft die Möglichkeit dazu haben mit unserem noch sehr begrenzten Budget. Was macht denn Sinn? Ich möchte auf jeden Fall gerne etwas machen, das uns bei der Entwicklung in den drei großen Abteilungen unterstützt. So Sachen wie das Marketing oder das Personal, das ist auch cool und ist auch wichtig, aber das darf nicht unsere Priorität sein jetzt zu Beginn dieser Saison. Weiß ich nicht. Das Chassis ist ja schon auf Typ 1, obwohl auf Typ 1 sind einige, aber beim Chassis haben wir sogar von Anfang an schon ziemlich viele Upgrades gehabt. Deshalb fällt die Wahl auf die Aerodynamik, und da, ach komm, verbessern wir einfach mal die Bauzeit. Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass es teilweise sehr, sehr lange dauert, bis die Upgrades ankommen, und das wird sich zumindest bei der Aero jetzt verbessern. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, entweder könnten wir Upgrades machen oder wir könnten die Zeit vorspulen und schauen, was mit den Upgrades, die ankommen sollen, passiert. Und ich glaube auch fast, dass das sinnvoller ist. Machen wir das mal. Ich habe nämlich fast die Befürchtung, dass heute mal wieder etwas fehlschlagen wird. Wir hatten dann nämlich zuletzt ein bisschen viel Glück und haben das auch weiterhin. Wow. Na gut, unsere Qualitätskontrolle ist mittlerweile ja gar nicht so schlecht. Wir haben da überall mindestens eine Stufe, abgesehen von der Strapazierfähigkeit. Leider haben auch die Upgrades noch nicht gereicht, um uns voranzubringen in der Performance. Also kleine Upgrades, mit denen kommt man einfach nicht weit. Wir müssen bald mal ein großes ans Auto bringen, und da bietet sich das hier doch zufällig ganz perfekt an beim Chassis. Das wird unser allererstes großes Upgrade, was allerdings noch ewig dauern wird. Das kommt nach Spanien, nach Monaco und nach Baku an, aber na gut, uns bleibt nichts anderes übrig. Das müssen wir einfach machen, um irgendwann mal größere Sprünge in der Performance hinzubekommen. Obwohl, Moment mal, wir haben ja gerade die Bauzeit bei der Aero verbessert, das ändert allerdings auch nicht viel. Erstmals kommen wir jetzt in die neue Kurve 10, in die neue Haarnadelkurve auf dieser Strecke. Die wird auch der absolute Fokus hier in diesem Training sein. Irgendwie muss ich es lernen, wie man da am besten durchfährt. Ganz so leicht ist das nämlich nicht. Die Kurve ist ziemlich breit und ich bin mir noch nicht so sicher, welche Linie da wirklich die schnellste ist. Übrigens, fragt mich nicht, warum die Anzeigen so komisch verschoben sind. Ich habe da nichts geändert, und wenn man die einstellen möchte, sind die auch alle normal eingestellt, wie es sein sollte. Also kein Plan, was das ist. Reicht diese Runde schon für das lilane Ziel? Ja, nein, noch nicht. Das hat jetzt aber gereicht. Sehr, sehr gut. Oh, offensichtlich haben wir uns aber ziemlich heftigen Schaden am Unterboden zugezogen während dieses Trainingsprogramms. Über 20 Minuten Reparaturzeit. Ich vermute einfach mal, dass das an diesen vielen relativ hohen gelben Curbs liegt. Teilweise sind einige von denen auch neu. Also es wurde nicht nur die Haarnadelkurve verändert auf der Strecke, sondern überall gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Ja, 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 gut, im Training kann sowas passieren, das ist kein Ding. Im Rennen darf das aber nicht sein. Zumindest das Training läuft schon mal sehr viel besser als beim letzten Mal in Miami. Das Reifenabnutzungsprogramm schaffen wir ganz, ganz easy im ersten Versuch auf Lila. Richtig gut und interessant, vor allem im Hinblick auf die Rennstrategie. Auch das Rennstrategieprogramm fängt schon mal sehr gut an, aber wir dürfen nicht nachlassen. Das ist halt der große Haken an diesem Programm. Man muss konstant bleiben und muss einige gute Runden abspulen.
Bisher gefällt es mir aber sehr gut, was hier passiert. Ich fühle mich sehr, sehr wohl im Auto. Es gibt eigentlich, zumindest hier im Training, noch keine Kurve, die mir großartig Probleme bereitet. Das könnte mal wieder ein besseres Wochenende werden. Vor allem von der Pace im Rennen her. Die war in Miami ja nämlich gar nicht gut. Ich bleibe aber auch am Ende der dritten Runde dabei, dass das hier heute Hand und Fuß hat. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass wir dieses Feeling ins Qualifying und vor allem ins Rennen transportieren können. Locker werden wir das Rennstrategieprogramm hier abschließen mit der maximalen Anzahl von Ressourcenpunkten. Sehr, sehr, sehr starkes Training. So hundertprozentig aussagekräftig ist das Training aber eh nicht. Das war ja auch nie anders. In Miami zum Beispiel lief gar nichts im Training. Da konnten wir kaum Ressourcenpunkte mitnehmen. Und dennoch wurde das am Ende unser bestes Rennergebnis in dieser Saison bis hierhin. Von daher ist es schön, das alles geschafft zu haben für die Ressourcenpunkte. Aber mehr auch nicht. Es kommt eh erst im Qualifying und im Rennen dann drauf an. Lustigerweise wurden die drei schnellsten Zeiten hier mit den harten Reifen gefahren. Was aber noch mehr verdeutlicht, wie wenig aussagekräftig das hier ist. Ricciardo im schwachen McLaren Dritter mit den harten Reifen. Das ist schon sehr kurios. Einen zweiten Nuller in Folge möchte ich bei Drugovic heute nicht sehen. Und den sehen wir auch nicht. Immerhin 180 Ressourcenpunkte konnte er beisteuern zu unseren, weiß ich gar nicht, wie viele es waren, aber auf jeden Fall einige. Und wir haben auch einige Boni hier erfahren können, die wichtig werden. Die sparen uns Ressourcenpunkte ein. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das möchte ich nochmal betonen. Die sind fast genauso wichtig wie die Ressourcenpunkte. Auch auf eine Runde scheint alles vernünftig zu laufen. Zum ersten Mal an diesem Wochenende konnten wir jetzt wirklich voll ans Limit pushen mit den Softreifen. Wo bringt uns diese erste Runde hin? Vor Magnussen und vor Guan Yu direkt mal. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Mal ein bisschen schneller. Ich halte Q2 heute wirklich nicht für ausgeschlossen, wenn wir echt eine richtig gute Runde hinbekommen. Und die hier scheint echt gut gewesen zu sein. Position 11. Auch von den anderen wird aber noch mehr kommen, das ist klar. Oh, und wieder noch was kommen wird. Wir haben aktuell Verstappen hinter uns, Drugovic auch deutlich hinter uns, dem ist mehr zuzutrauen, genauso wie einem Magnussen. Also können wir uns noch nicht zu sicher sein, müssen auf jeden Fall nochmal rausfahren, zumal die Abstände auch echt gering sind. Wenn die sich alle nur um 2 Zehntel verbessern hier in diesem Bereich, dann sind wir schon draußen. Ah, nein! Der erste Fehler an diesem Wochenende und das zu einem so wichtigen Zeitpunkt. Ah, da wollte ich einfach zu viel. Aber noch sieht es gut aus. Es hat sich nämlich noch niemand verbessert tatsächlich. Ist es auch bis zum Ende dabei geblieben oder wird der Fehler direkt eiskalt bestraft? Es ist nicht dabei geblieben, es haben sich noch einige verbessert. Aber wir kommen trotzdem weiter auf dem 14. Platz. Oh, ist das geil. Richtig cool. Wenn das in Rennen mal so laufen würde wie im Qualifying, dann
dann wäre ich echt zufrieden, weil die Qualifyings richtig stark sind. Wir waren schon einige Male in der Saison in Q2. Albon schafft es übrigens auch, vor uns sogar. Was der rausholt aus diesem Williams, wow, das hat sich schon Anerkennung verdient. Der hat ja Punkte geholt sogar in Miami beim letzten Mal, während Drugovic 20. wird, eine halbe Sekunde ungefähr hinter uns war. Das ist ein bisschen schade. Der ist häufig in Rennen aber stärker als in Qualifyings. Obwohl man das so pauschal auch nicht sagen kann. Es ist einfach ziemlich ausgeglichen hier im teaminternen Duell. Mal haben wir die Nase vorne, mal hat Drugo die Nase vorne. Ich verstehe übrigens nicht, warum es eigentlich in so gut wie jedem Qualifying ein relativ schnelles Auto erwischt in Q1. Magnussen hier, der Haas ist gut. Das ist, glaube ich, das viertbeste Auto im Feld aktuell. Und der war einfach mal 1,8 Sekunden hinter Mick Schumacher. Das ist ja nicht mal knapp, das ist völlig deutlich. Und Joe ist auch echt schlecht hier in dieser Saison. Der hat noch keine Punkte geholt und das, wobei Bottas eigentlich immer so mehr oder weniger innerhalb der Top 10 ist, mal knapp dahinter, ja, aber Joe, der fliegt ja meistens in Q1 schon raus. Lol, warum bekommen wir hier die Rivalitätsanalyse gezeigt? Warum steht da oben Qualifying 3? Habe ich was verpasst? Wir gehen zum Rennen auf einmal. Hä? Wir waren doch 14. Warum ist das Qualifying vorbei? Hey, was? Was ist das denn? Wir waren doch in Q2, oder bin ich bescheuert? Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht, wir waren ganz klar 14. Was geht denn hier ab? Also wenn wir jetzt nicht mindestens innerhalb der Top 16 starten, also so auf einem Q2-Platz sozusagen, dann bin ich aber echt angepisst, weil das richtig gut war. Ich war echt zufrieden mit diesem Qualifying und hatte Bock, noch eine Schippe draufzulegen in Q2 dann. Willkommen zum großen Preis von Spanien. Es verspricht mal wieder ein faszinierendes Rennen zu werden. Hier holte sich Max Verstappen 2016 den Sieg in seinem ersten Rennen für Red Bull nach einer dramatischen Kollision von Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Und vielleicht gibt es auch heute wieder Momente, die es in unsere Notizbücher schaffen werden. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Sergio Perez und Fernando Alonso. Mick Schumacher, Ocon, Gasly und Alexander Albon. Stroll, Russell, Yuki Tsunoda und Ricardo. Vettel, Bottas. Wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Guanyu Zhou und Felipe Drugovic. Norris, Latifi, Magnussen und der Habicht. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Weiß ich nicht. Erwartet ihr jetzt einen Kommentar von mir dazu oder was? Hä? Ich bin... Nee. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ey, ich lasse es, glaube ich, auch lieber. Das spricht ja für sich. Das Positive ist immerhin, dass die Pace echt gut ist. Aber Spanien ist eigentlich so eine Strecke, auf der man gerne so weit vorne wie möglich starten will, weil das Überholen hier eher schwierig ist. Somit ist das schon verdammt bitter, jetzt mindestens um 6 Plätze betrogen worden zu sein. Ich meine, 16. wären wir ja mindestens geworden. Aber na gut, so ist das halt. Damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Shoutout übrigens an Albon, den habe ich vorhin schon gelobt. Und der startet tatsächlich hier im Rennen von der 10 aus, was schon unfassbar stark ist. Die Rennstrategie, oh, da haben wir mal eine interessante Auswahl. Entweder, es ist auf jeden Fall eine 1-Stop, aber entweder mit den Softs oder mit den Mediums. Naja, wenn man schon die Wahl hat, dann entscheiden wir uns doch für die Soft-Reifen. Klar werden die harten Reifen am Ende des Rennens dann nicht mehr in einem so guten Zustand sein. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und zwischen den beiden Strategien liegen auf dem Papier auch nur 2000stel. Das ist gar nichts. Und da habe ich lieber die Soft-Reifen als die Mediums jetzt am Start. Scheinbar sehen unsere Konkurrenten hier im hinteren Bereich das aber anders. Die allermeisten gehen mit den Medium-Reifen in dieses Rennen. Okay.
Das bedeutet somit logischerweise, dass wir im ersten Stint alles geben müssen, dass wir diesen Vorteil unbedingt nutzen müssen, weil wir dann später im Rennen eher einen Nachteil werden, weil unsere harten Reifen einfach deutlich mehr verschlissen sein werden. Hoffentlich gelingt heute auch mal wieder ein guter Start. Am Anfang der Saison ist uns das häufig gelungen. Dann kam Imola mit dem Sprintrennen und wir haben weder im Sprint noch im richtigen Rennen einen guten Start hinbekommen. Und zuletzt in Miami war das auch nicht so toll. Aber jetzt mit den weichen Reifen, mit dem maximalen Grip, bin ich da eigentlich guter Dinge. Zumindest werden wir aber definitiv keine Position verlieren am Start. Hey, das ist doch schon mal was. Wir müssen auch gar nicht lange warten, weil wir ja das letzte Auto sind, was wirklich ein Vorteil sein kann, weil die Reifen einfach nicht so sehr abkühlen, wie das bei den vorderen Jungs der Fall ist. Come on, Konzentration jetzt auf das Reinfahren in die Startposition und dann geht's auch schon sehr, sehr bald los hier bei diesem großen Preis von Spanien beim 6. Rennen in dieser Saison. Nein! Das war zu viel! LOL, und wir wurden direkt deutlich zurückgesetzt, okay. Ja, der Meter, der kann schon durchaus ein bisschen was gekostet haben hier am Start. Immerhin das Wegkommen ist aber gut gelungen. Jetzt vorsichtig, machen wir unser Wochenende nicht noch schlimmer und holen uns hier nicht direkt zu Beginn Schaden. Das war ganz schön knapp da mit Kevin Magnussen, weil der und die Jungs davor echt unerwartet langsam wurden im Eingang zur ersten Kurve. Jetzt positionieren wir uns hier außen gegen Lando Norris, der ziemlich weit hinten unterwegs ist. Schnappen wir uns den jungen Briten vielleicht oder wird das schwierig? Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Erstmals geht's jetzt an dieser Stelle vorbei, wo wir uns im Qualifying ja weggedreht haben. Das gelingt hier im Rennen aber viel besser und wir nutzen den guten Ausgang bzw. den guten Run durch die Kurve auch direkt dazu, um Kevin Magnussen anzugreifen, während da vorne irgendein kleines Teilchen geflogen ist. Entweder bei Guan Yu oder bei Latifi. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, Magnussen macht das stark, behauptet sich hier. Aber die Pace scheint gut zu sein. Wir können ordentlich Druck machen hier mit unseren Softreifen. Hoffentlich bleibt das so. Ich freue mich sehr auf diese neue Kurve hier im Rennen übrigens. Ein Rennen habe ich nämlich auf dieser Strecke in diesem Spiel noch gar nicht gemacht. Und ich bin gespannt, wie das Überholen da sein wird. In der alten Haarnadel Kurve konnte man echt gut überholen. Aber hier, kann ich mir das eher nicht vorstellen. Norris wird allmählich ungeduldig da hinten. Latifi war das, bei dem vorhin ein Teilchen weggeflogen ist und der fährt auch direkt an die Box, holt sich einen neuen Frontflügel ab. Bitter für ihn, für uns ist das aber ein Auto weniger, welches wir überholen müssen. Unser Topspeed scheint immerhin ziemlich okay zu sein hier heute. Da vorne geht's ordentlich zur Sache. Zwischen Vettel und unserem Teamkollegen Drugo kann er sich da durchsetzen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielt uns das aber sehr in die Karten, weil diese komplette Gruppe dahinter auch ordentlich Zeit verliert. Die beiden schenken sich da nämlich absolut keine Zentimeter. Drugo war auch kurz davor, das Auto zu verlieren, so wie es aussah. Aber das, all das wäre uns halt erspart geblieben, wenn das Qualifying gezählt hätte. Da hätten wir uns das jetzt hier gar nicht anschauen müssen und wären vielleicht vor Vettel irgendwo unterwegs. Aber gut, so ist das halt jetzt. Jetzt müssen wir uns mit diesen hinteren Jungs rumschlagen und müssen uns darum kümmern, mal an Magnussen vorbeizukommen. Das DRS ist jetzt erstmals aktiviert in diesem Rennen. Oh, vielleicht hier innen rein? Ah, nee. Oh, die da vorne sind sich immer noch nicht so ganz einig. Vier Fahrer jeweils Rad an Rad vor uns. Können wir das endlich mal irgendwie nutzen? Oder vielleicht jetzt außenrum vorbei an Kevin Magnussen. Okay, Norris hat irgendein Problem mit seinem Auto. Komm schon, das muss jetzt endlich mal was werden gegen Kevin. Wir müssen uns allmählich wirklich nach vorne kämpfen in diesem Rennen. Und das gelingt jetzt endlich mal gegen den Dänen, gegen unseren Teamkollegen in F1 2016 damals, lustigerweise. So lange ist er schon dabei, wenn auch mit einer Pause natürlich zwischendurch. Sehr, sehr gut, Platz 19. Das sieht ganz gut aus für Joe da vorne gegen Drugovic, der schon das DRS verloren hat auf das Auto davor. Oder wenn er es noch nicht verloren hat, dann wird er das bald mal. Und dann wird es hier ganz interessant. Oh, jetzt sehen wir vielleicht zum ersten Mal ein bisschen Racing-Action in der neuen Haarnadel. Ah, nee, noch nicht so ganz. Oh, meine Geduld sinkt ja aber von Sekunde zu Sekunde wirklich. Wir könnten so viel schneller mit diesen Softreifen. Aber auf dieser Strecke kommt man einfach nicht so ohne weiteres vorbei.
Vielleicht ja jetzt mal. Jetzt wird es auf jeden Fall zu einem Duell zwischen den beiden Jungs da vor uns kommen. Oh ja, das habe ich schon erwartet. Drugovic verteidigt natürlich in die erste Kurve hinein. Joe ist außen, Felipe innen. Wenn wir das jetzt schlau machen, können wir vielleicht beide auf einem Streich kassieren. Wenn wir es nicht ganz so toll machen, könnten wir auch die Position gegen Magnussen verlieren. Das ist hier ein ganz, ganz schmaler Grat gerade. Magnussen versucht tatsächlich anzugreifen außen. Da wird er aber im Normalfall keine Chance haben, obwohl er echt gut mithält. Und wir finden hier keinen Weg vorbei. Wirklich nicht im Ansatz. Leichte Berührung jetzt da vor uns. Boah, ist das aber ein geiles Duell zwischen unserem Teamkollegen und zwischen Guan Yu. Da sieht man mal, was Felipe racingtechnisch drauf hat, wenn er zufrieden ist mit dem Auto, obwohl er, glaube ich, gerade gar nicht mal so zufrieden ist, weil der hier ordentlich durchgereicht wird und vielleicht jetzt noch weiter durchgereicht wird. Das könnte hier so ein bisschen, oh, die Rache werden für Imola. Eieiei, ich glaube, da ist alles gut gegangen, weil der uns echt in einem relativ günstigen Winkel getroffen hat. Aber das ist mir schon ein paar Mal an Felipe aufgefallen. Der kämpft mit aller Macht um eine Position. Auch wenn das eigentlich keinen Sinn macht, weil er jetzt härtere Reifen hat und wir weichere. Aber dennoch gibt er da alles. Das war ja in Imola schon ähnlich. Uiuiui, jetzt haben wir da zwei Jungs kurz neben uns. Aber die haben im Anbremsen keine Chance. Unser Frontflügel scheint in Ordnung zu sein. Zumindest lässt die Schadensanzeige da nichts vermuten. Und es fühlt sich auch okay an in den ganzen schnellen Kurven. Da hatten wir echt Glück. Das hätte auch voll nach hinten losgehen können. Der Grip verabschiedet sich allmählich so ein bisschen. Lange wird es nicht mehr dauern bis zum ersten Stop. Oh, Carlos ist draußen hier bei seinem Heimrennen. Das Geschenk nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Aber für Carlos ist das extrem schade. Ausgerechnet hier in Spanien. Das ist aber nicht das erste technische Problem, was der hat, oder? Ich bilde mir ein, dass es da schon mal eins gab in dieser Saison. Uiuiuiui, mit diesen Softs geht hier nicht mehr ganz so viel. Ich bin gerade auch am Überlegen, vielleicht auf eine Zwei-Stop-Strategie zu switchen. Mit Soft, Medium, Medium. Ich meine, wenn die Soft-Reifen schon so unschön sind, wenn die stark abgenutzt sind, dann wird das mit den harten Reifen am Ende gar keinen Spaß machen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass wir uns einen kompletten Boxenstopp rausfahren würden mit einer Zwei-Stop-Strategie. Somit muss es wohl die Ein-Stop sein. Rein geht's an die Box am Ende von Runde 9 und das gilt auch für einige andere da weiter vorne. Scheinbar waren wir also nicht die einzigen im Feld, die hier mit Softreifen losgefahren sind. Das Anbremsen hat ganz okay funktioniert. Wer ist denn da noch drin? Stroll und Ricciardo sind das. Okay, die wechseln auch jeweils auf die harten Reifen. Hoffentlich klappt das Einlenken diesmal. Ja, das war doch gut. Optimal. Jetzt will ich aber auch mal einen optimalen Stop sehen zum ersten Mal in dieser Saison. Come on. Ja, 2,3 Sekunden. Sehr, sehr, sehr gut. Viel besser geht's fast gar nicht. Wir kommen raus auf, oh, vor Latifi sogar, auf Position 20. Obwohl das ganz schön knapp wird mit Nicolas, der da jetzt ankommt. Allerdings wird der eh sehr bald wieder reinkommen müssen, vermute ich, weil er nur die Softs am Auto hat. Jetzt für einen Moment haben wir ihm gegenüber aber noch einen kleinen Nachteil. Bis diese Reifen endlich mal auf Temperatur kommen, aber das scheint so allmählich zu passieren. Oh, Latifi kommt sogar direkt an die Box, nur eine Runde nach uns. Weiter vorne war auch der zweite Aston Martin von Sebastian Vettel drin. Die Pace ist aktuell sehr, sehr stark. Wir schließen sogar minimal auf Sepp vor uns auf. So kann es gerne weitergehen. Und das wird auch noch eine Weile dauern, bis die Medium-Starter an die Box kommen. Somit ist es jetzt echt wichtig, hier eine gute Pace zu zeigen, um dann möglichst weit vorne zu sein, wenn die alle an die Box kommen. Danach wird es nämlich eher schwierig, weil unsere Reifen halt, weiß ich nicht, 6-7 Runden älter sein werden für den Rest des Rennens. Weiter vorne finden vereinzelt schon die ersten Boxenstops statt von den Medium-Startern. Oh, sag mir nicht, dass wir ausscheiden. Das würde ja wirklich dieses unfassbar unglückliche Wochenende komplett an die Spitze treiben. Nach dem komischen Bug schon im Qualifying. Lando Norris war jetzt an der Box. Den schnappen wir uns. Oh, Magnussen ist allerdings vor uns geblieben. Aber wir sind nicht weit dahinter. Und der wird ja jetzt noch ein bisschen Probleme haben mit seinen kalten Reifen. Ah ja, und da ist es. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet, weil dieser Funkspruch da schon immer ein eindeutiges Anzeichen dafür ist. Och Mann, also was ist das denn? Wirklich, es ist unfassbar.
Krass. Krass, also diese Karriere, die möchte uns echt auseinandernehmen, habe ich so das Gefühl. Das Auto ist schon nicht gut. Ich habe so ein bisschen Probleme auch mit diesen neuen Autos klarzukommen. Dann machen wir aber ein gutes Qualifying, haben eigentlich eine gute Pace, aber es läuft halt gar nichts für uns. Absolut gar nichts. Das lag heute eindeutig an der fahrerischen Leistung, die Ferrari den Sieg eingebracht hat. Was denkst du, Stefan? Wo hatten sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich würde sagen, wir wissen, was der Hauptfaktor heute auf der Strecke war. Geschwindigkeit. Klingt unglaublich vereinfacht, aber schnelle Autos gewinnen Rennen. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Boah, das ist schon unfassbar hart. Ich finde, dass das echt ein sehr starkes Wochenende war. Im Qualifying waren wir richtig schnell. Dann sind wir von ganz hinten trotzdem gestartet, warum auch immer. Haben uns aber ganz gut zurückgekämpft in dem Rennen. Hatten ein paar gute Überholmanöver, waren schon vor unserem Teamkollegen unterwegs, relativ früh. Und dann kommt das. Es ist bitter. Aber auf der anderen Seite finde ich das auch irgendwie cool. Ich meine, wir sind ein neues Team hier in der Formel 1. Da können solche Zuverlässigkeitsprobleme vorkommen. Und da sollte es auch so sein, dass es nicht leicht ist, direkt Punkte zu holen. Und genau so ist es auch. Also ja, es ist cool, aber natürlich keine leichte Phase gerade hier in dieser Karriere. Das ist völlig klar. Magnussen ist übrigens am Ende Elfter geworden. Also klar hat der ein sehr viel stärkeres Auto, als wir es haben. Aber der war die ganze Zeit so in unserem Bereich. Albon war im Qualifying in unserem Bereich. Wir waren ungefähr ähnlich schnell wie er hier heute. Und der ist vom 10. Platz aus losgefahren. Gut, ist dann nur 13. geworden. Aber ja, 13. ist halt trotzdem besser als das, was bei uns hier am Ende rumgekommen ist. Drugovic, boah, der konnte nur Latifi hinter sich lassen. Eieieiei. Das könnte vielleicht ein neuer Tiefpunkt sein hier in dieser Karriere. Platz 19 und ein DNF. In der Fahrer-WM, lol, sieht das an der Spitze jetzt so aus? Hamilton ist ja Zweiter nach seinem Sieg in der letzten Folge und dem starken Ergebnis auch hier. Das habe ich so gar nicht mitbekommen, aber ist echt krass zu sehen, wie gut der sich anstellt in diesem nicht so tollen Mercedes. Russell ist auf Position 8 nur, sein Teamkollege. Und der ist auch jetzt erst auf Position 8 vorgekommen in diesem Rennen hier. Weiter hinten in unserem Bereich hat sich nichts getan. Also da ist doch alles gut. Wenn wir mal die ersten Punkte aufs Konto bekommen, dann sieht das schon sehr, sehr viel besser aus. Aber boah, der Weg ist noch lang zu diesen ersten Punkten, habe ich so das Gefühl. Zumindest, wenn es so weitergeht. In der Konstrukteurs-WM, da tut sich bei uns auch nichts. Na, das Positive, wenn man es so nennen will, ist halt, dass auch unsere Konkurrenten Riesenprobleme haben. Williams hat Punkte geholt beim letzten Mal mit Albon bei diesem Chaosrennen. Aber ansonsten haben die auch nicht die Pace, um in die Punkte zu kommen. Dasselbe gilt für Aston Martin. Eieiei, die konnten sich jetzt allerdings an uns vorbeischieben in der Performance. Aber das ist so ein bisschen das, was ich von Anfang an befürchtet hatte. Als wir zu Beginn der Saison das vierte Team von unten waren, war mir eigentlich klar, dass es in nächster Zeit eher nach hinten gehen würde, weil unsere Einrichtungen einfach nicht gut sind. Und die Einrichtungen von McLaren, die ja am Anfang hinter uns waren, von Aston Martin, die sind einfach alle auf einem höheren Stand und somit können die jetzt schneller entwickeln. Damit wir wirklich mit denen mithalten können, müssen wir erstmal unsere Einrichtungen auf Vordermann bringen und dann müssen halt die Upgrades auch noch funktionieren und wir müssen regelmäßig upgraden, um da wirklich konkurrenzfähig zu sein im hinteren Teil des Feldes. Es war schon wieder der Verbrennungsmotor. Ich wollte gerade sagen, wehe, es war wieder der Verbrennungsmotor. Aber genau der ist es natürlich. Boah, das ist jetzt gar nicht geil. Jetzt haben wir für die verbleibenden, was,
16 Rennen oder wie viele sind's noch, einen einzigen Verbrennungsmotor. Genau für den haben wir doch sogar schon ein Strapazierfähigkeits-Upgrade gemacht, nachdem der erste kaputt gegangen ist. Und ein weiteres können wir uns erstmal gar nicht holen, weil halt die Einrichtungen nicht auf dem Stand sind. Also das ist echt das große Thema hier. Wir müssen die Einrichtungen verbessern und werden uns dann auch schon in der nächsten Folge daran machen, da vielleicht wieder etwas zu tun. Wir haben nämlich über 1,2 Millionen auf dem Konto. Damit könnte vielleicht irgendeine Kleinigkeit machbar sein. Nach Monaco geht's dann in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob das so ein toller Moment ist, gerade um nach Monaco zu gehen und ob das Auto so toll ist für diese Strecke. Aber wenn das Rennen gut wird, kann das auch so ein kleiner Befreiungsschlag werden. Wer weiß. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf, weil Monaco doch immer was ziemlich Besonderes ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!